Das eigentlich Bedeutsame der Anschläge auf die saudischen Raffinerien ist nicht, dass der Ölpreis heute 10 oder 12% steigt, sondern dass wir es hier mit einem schwarzen Schwan-Event zu tun haben, der ein echter Gamechanger ist, weil mit asymmetrischer Kriegsführung im Prinzip mit minimalem Einsatz, vielleicht haben diese Drohnen ein paar tausend Euro, ein paar tausend Dollar gekostet, vielleicht ein paar Millionen, sei es drum, aber das, was sie ausgerichtet haben, kostete Milliarden die Saudis und zeigt, wie verwundbar sie sind, diese saudische Raffinerie, die da getroffen wurde. Die produziert das Zehnfache pro Tag wie die größte amerikanische Raffinerie, die größte amerikanische Ölraffinerie. Also da sieht man schon die gigantischen Dimensionen. Die Saudis haben ein Klumpenrisiko, die Saudis sind wahnsinnig verwundbar. Und wenn es die Houthis gewesen sind, die das hingekriegt haben, eine Rebellentruppe aus einem total rückständigen Land, dann verdeutlicht das die Dimension nochmal, mit der wir es hier zu tun haben. Und wenn es der Iran doch war, wie natürlich die Amerikaner und die Saudis sagen, dann wird die ganze Geschichte richtig schwierig. Wahrscheinlich wird man die Sache ja ohnehin nie aufklären, sondern es bleibt bei den Schuldzuweisungen. Amis und Saudis und Israel sagen, ja, es war der Iran, der dann sagt, wir waren es auf keinen Fall. Dementsprechend wird das wahrscheinlich nicht aufgeklärt, aber die Schuldzuweisung ist das Entscheidende. Und wenn es dann zu einem Gegenschlag, einem militärischen Gegenschlag vermutlich aus der Luft kommt, auf den Iran, dann hat der Iran sofort Russland hinter sich, aber er hat vor allem China hinter sich und das würde die gesamte Thematik Handelskrieg wieder plötzlich in eine völlig andere Richtung lenken, denn dann könnte man diese kürzlich stattgefundene Annäherung zwischen den USA und China wieder komplett vergessen, denn die Chinesen haben ziemlich klar gesagt, dass sie hinter dem Iran stehen, dass sie den Iran als Bündnispartner sehen, denn der Iran ist ein zentrales Element der Seidenstraße für Peking. Dementsprechend kann man da nicht sein Gesicht verlieren und die Iraner einfach hängen lassen. Also das ist sozusagen jetzt die Dimension, mit der wir es hier zu tun haben. Eine geostrategische Bombe, die da geplatzt ist, mit Folgewirkungen, die wir gar noch nicht wirklich ermitteln können. Schauen wir uns mal ein paar Dinge dazu an, die das vielleicht ein bisschen beleuchten. Hier zum Beispiel David Rosenberg, der genau das auf den Punkt bringt. Wenn eine Drohne in der Lage ist, also ein ziemlich kleines Gerät, 5% der globalen Energieversorgung, der globalen Ölversorgung außer Kraft zu setzen, dann muss man sich schon fragen, wie sozusagen die Dinge hier sich weiterentwickeln. Das ist eben oder zeigt die Verwundbarkeit der Saudis und es zeigt eben, dass in Sachen Risikoprämie für die Ölversorgung da noch einiges drin ist, dass wir möglicherweise erst am Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung des Ölpreises stehen, mit dann doch ziemlich herben Konsequenzen. Ich zeige Ihnen mal hier diese Statistik. Da ist aufgelistet, was erstmal mit der Inflation passieren würde, wenn der Ölpreis auf 80 Dollar steigen würde, auf 90 Dollar und auf 100 Dollar. Und wir hätten dann global von derzeit etwa, naja, 3,1% global die Inflation in der Welt, würden wir dann sehr schnell bei 5% sein. Und beim Wirtschaftswachstum von derzeit etwa 2,6, 2,7% würden wir auch ein bisschen runtergehen. Also das ist schon eine ziemlich gigantische Dimension, vor allem in Sachen Fed. Und genau das haben jetzt die Märkte auch ein bisschen geschnallt, kann man sagen. Wenn wir uns mal diese Grafik hier anschauen, dann sehen wir, oder nicht eine Grafik, oder diese Analyse anschauen hier von Forex Live, dann sehen wir, dass das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit im Grunde die Erwartungen an die Fed-Entscheidung jetzt am kommenden Mittwoch nicht mehr bei 100% eine Zinssenkung ist von 0,25% oder gar von 0,5%, sondern die Wahrscheinlichkeit wird nur noch mit 94,8 eingepreist. Es gibt also ein Restrisiko jetzt aus Sicht der Märkte, eben vor allem wegen des inflationären Effektes eines möglicherweise nachhaltig steigenden Ölpreises, dass die Fed jetzt umdenken muss, umdisponieren muss, nicht mehr so aggressiv die Dinge hier angehen kann. Wir sehen ja in vielerlei Hinsicht das Anziehen der Inflation, Verbraucherpreise in der Kernrate in den USA, höchster Stand seit 11 Jahren oder höchster Anstieg seit 11 Jahren. Wir sehen, dass heute beim New York Empire State Index sowohl Input- als auch Output-Preise deutlich angestiegen sind. Also da passiert etwas mit der Inflation sowieso schon in den USA. Und wenn dann der Ölpreis noch weiter steigt, dann wird das ein richtiges Problem. Sid Donald hat sich natürlich geäußert und hat gesagt, naja, wir haben so eine super Energiepolitik gemacht, das tut uns nicht weh, wir sind Selbstversorger. Stimmt nicht ganz, Donald, aber fast immerhin größte ölproduzierende Nation der Welt, ne, noch vor den Saudis. Und er sagt hier, wir brauchen nicht das Öl und das Gas aus dem Mittleren Osten. Das schaffen wir auch so. Die Deutschen brauchen es sowieso nicht. Nur 1% etwa kommen aus Saudi-Arabien des Öls, das wir hier verkonsumieren. Viel mehr zum Beispiel aus Kasachstan.
wie mein Kollege Claudio Kummerfeld heute gezeigt hat. Trump äußert sich dann auch mal wieder zur Fed und beschwert sich, naja, die senken ja die Zinsen nicht, die anderen, die haben es geblickt, wir sind die Dummen, die Fed sind die Dummen, die reißen uns da rein. Also dieselbe Litanei, die wir schon öfter gehört haben. Apropos Energiepreise, wir sehen jetzt, dass die Energiewerte im S&P 500 übrigens, die seit Jahresbeginn mit Abstand die schlechteste Kategorie war, wo wir mit Abstand die höchste Shortquote haben, dass die schon Anfang September deutlich gestiegen sind, jetzt über 6%. Wir sehen teilweise Oil Driller, also so Ölexploreure, die heute um 40% steigen. Das sind teilweise Werte, die massiv geschortet sind. Und das ist jetzt der Weg des größten Schmerzes wieder mal für viele Hedgefonds, nachdem wir diese Momentum-Bombe hatten, wo die Momentum-Trades geplatzt sind in Value rein. So haben wir jetzt sozusagen die Short-Positionierung in Energiewerten leicht unter Wasser. Und das ist natürlich etwas, was jetzt vielen mal wieder richtig wehtut. Was ich Ihnen hier noch zeigen wollte, ist die Ölproduktion der Saudis unter 10 Millionen Barrel derzeit. Also die Saudis, die haben schon ein Stück weit abgebaut. Und sie brauchen ja unbedingt das Geld für ihren Haushalt. Sie lassen ihre Bevölkerung noch ja relativ gut leben, vor allem die einheimische Bevölkerung, die Dienstpersonal, Menschen, die da zugereist sind, werden ohnehin nicht als Menschen gesehen, offenkundig. Jedenfalls da verteilt man noch Wohltaten, aber das kann man nur tun, wenn weiterhin erstmal diese Ölvorkommen wirklich profitabel an den Mann gebracht werden. Und jetzt verliert man die Hälfte seiner Ölproduktion pro Tag. Das ist ein schwerer Hammer und viele Experten sagen, nein, das wird Monate dauern, bis man das wieder herstellen kann. Wie gesagt, diese Raffinerie alleine in Saudi-Arabien produziert zehnmal so viel, hat zehnmal so großen Output wie die größte amerikanische Raffinerie. Das zeigt einfach die Dimension. Schauen wir uns die Charts an. Gucken wir uns an, was hier passiert. Was wir hier sehen, Charts von Capital.com. Was wir hier sehen, ist der Ölpreis WTI, also das amerikanische Crude Oil, nach oben geschossen mit diesem Monster Gap. Größter Intraday-Anstieg ever in der Geschichte. Dann wieder ein bisschen runtergekommen unter die 59er-Marke. Jetzt aber wieder nach oben zeigend. Wenn wir dieses Hoch hier überwinden, knapp über der 61er Marke, dann kann es nochmal Dynamik nach oben geben. Schauen wir uns mal an, was Gold macht. Ist hier ein bisschen gestiegen, könnte mehr steigen eigentlich angesichts dieser neuen geopolitischen Spannung in 1504. Wir sehen, dass der Euro unter Druck ist, aufgrund eben der Dollarstärke, die wir jetzt auf breiter Front sehen. Aber es sind auch Aussagen von Laney, Chefvolkswirt der EZB, der gesagt hat, ja, wir können das Quantitative Easing schon unendlich machen und vielleicht noch einen Tag länger. Wir sehen hier den S&P 500, der jetzt ein bisschen unter Druck kommt, 2993. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind angesichts der Situation, dass die Gewinnmargen zurückgehen, dass die Earnings per Shares zurückgehen, trotz Aktienrückkäufen, dass wir eine deutliche Verschlechterung der Situation der Konjunktur haben, global gesehen, nach wie vor in Sichtweite der Allzeithochs eigentlich nur ein Wimpernschlag entfernt. Wir sehen hier den Dow Jones 27.078 Punkte. Und was macht der liebe DAX aus der ganzen Story? Der hält sich hier auch gut bei 12.378. Lufthansa unter den Verlierern, nachdem Olaf Scholz, der Scholzomat, eine Steuer für Inlandsflüge erheben will. Und das gefällt die Aktionäre von die Lufthansa gar nicht. Olaf, musst du wieder ein bisschen was zurückmachen, damit du gewählt wirst als nächster Kanzler von die Bundesrepublik Deutschland. Die Welt braucht unbedingt jetzt mal wieder einen Hamburger wie den Scholzomat. Das ist einfach nochmal Temperament, Lebhaftigkeit, Kreativität. Darauf wartet doch alles. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wollte noch sagen, am Mittwoch mache ich ein Live-Webinar direkt zur FED-Entscheidung. 5 vor 8 geht es los, sodass ich dann ab 8 Uhr die FED-Entscheidung kommentiere. Wir uns zusammen das Statement anschauen. Was bedeutet das? Wie schaut es aus mit den sogenannten Dotplots, also den Erwartungen der FED über die weitere Entwicklung der Zinsen? Das wird das Entscheidende sein. Jetzt wünsche ich erstmal, ich packe den Link unter das Video, jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.